Vor genau 60 Jahren, am 11. Oktober 1962, begann in Rom das Zweite Vatikanische Konzil, das letzte Konzil der bisherigen Kirchengeschichte. Papst Johannes der 23. hat es einberufen und sein Programm war, den Glauben ins Jetzt, ins Heute zu übertragen, auf Italienisch Aggiornamento. Und er hat davor gewarnt, sich nicht von Unheils- oder Unglückspropheten bange machen zu lassen, sondern mutig nach vorne zu gehen. Mittlerweile sind 60 Jahre vergangen, es geht weiter und ich habe den Eindruck, dass Papst Franziskus an Papst Johannes anknüpft und wieder einen Schritt in der Entfaltung des Zweiten Vatikanischen Konzils nach vorne geht, damit der Glaube auch in dieser Gegenwart verhäutigt wird und dieses Aggiornamento gewährleistet werden kann. Papst Franziskus empfiehlt uns dazu die Synodalität. Das heißt, wir sind auf einem gemeinsamen Weg. Das ganze Volk Gottes, die ganze Kirche, das Volk, die Hirten, gemeinsam. Und dazu ist es wichtig, dass wir aufeinander hören, dass wir auf die Zeichen der Zeit hören, dass wir uns fragen, was los ist und wie der Glaube ins Heute übersetzt werden kann. Lassen wir uns auch heute nicht von Unheilspropheten zurückhalten, sondern gehen wir immer weiter in die Geschichte, in die Zukunft, in das Je heute unseres Lebens. Damals haben die Konzilsväter ein tolles Gebet jeden Tag gesprochen. Ich empfehle es Ihnen, damit der synodale Weg in Deutschland, aber auch in der Weltkirche gut weitergehen kann.